Welthungerkrise lösen leicht gemacht. Es leben auf der Welt rund 7 Milliarden Menschen und die Rinder dieser Welt essen mehr Getreide als 8 Milliarden Menschen ernähren könnte. Ziemlich einfach, jetzt daraus erschließt sich mir, man kann einfach die Rindermast abschaffen, graduell über die nächsten 10, 20 Jahre, denn sind zu viele Rinder, um von einem auf den anderen Tag das zu machen, geht ja einfach gar nicht. Und das dann entstehende überbleibende Getreide, ja, das kann man dann zum einen gerecht verteilen und zum anderen bleibt es teilweise einfach in den Gebieten, wo wir es heute den Leuten wegnehmen, um damit unsere Rinder zu ernähren. Ja, die Verteilung, da könnte man jetzt sagen, Mensch, wie machen wir das denn finanziell? Ne, das können wir uns doch gar nicht leisten. Ja, die Rindermast, die wird weltweit extrem stark subventioniert, die dadurch frei werdenden finanziellen Mittel, die könnten wir einfach verwenden, um die Logistik, um die Distribution, die Verteilung zu finanzieren, um diesen finanziellen Aufwand zu tilgen. Und da würde sicher noch Geld überbleiben, was wir verwenden können für Bildungsmaßnahmen in den betroffenen Gebieten, um den Leuten dort klarzumachen, hey, ihr habt jetzt zwar genug zu essen, aber es geht nicht klar, dass ihr einfach 10 Kinder pro Familie habt, denn so ein exponentielles Wachstum der Menschheit, das ist einfach nicht mehr möglich. Die Grenzen des Planeten sind irgendwann erreicht. So, war eigentlich eine ziemlich logische Erklärung, denke ich. Ist ziemlich einfach. Ja. Warum machen wir es nicht? Wegen dem Geld. Man kann mehr Geld damit verdienen, wenn die Leute ziemlich viel Rinderfleisch kaufen, als wenn man halt die ganze Menschheit ernährt. Ne? It's the money, the cash.